Hey, ich bin Anton und spiele in Der Krieg und ich den Kurt. Hallo, ich bin Nina und spiele in Der Krieg und ich die Sandrine. Kurt nimmt dich mit in die Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Die Figur, die ich spiele, ist frei erfunden. Orientiert sich aber an wahren Geschichten, die Kinder in ihren Tagebüchern oder Briefen aufgeschrieben haben. Es geht um Krieg, Bombenangriffe und Flucht. Kinder wurden von ihren Eltern getrennt oder mussten Soldaten sein. Wir erzählen dir davon, weil wir nicht wollen, dass so etwas nochmal passiert. Am besten du schaust dir die Serie mit einem Erwachsenen an. Weitere Infos findest du auf www.derkriegundich.de. Wir wollen euch mitnehmen auf eine Reise in die Vergangenheit, in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ich will auch endlich dazugehören. Wir machen weiter, wir geben nicht auf. Endlich sind wir Soldaten. Ich will, dass der Krieg aufhört. Mama, Papa, wo seid ihr? Ich muss nur vorsichtig sein. So etwas soll nie wieder ein Mensch erleben müssen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Der Zweite Weltkrieg. Kinder wie wir haben ihn vor langer Zeit erlebt. Und wir wollen euch davon erzählen. Großbritannien 1941. In der schottischen Stadt Clydebank lebt der 15-jährige Callum. Immer das Gleiche. Gasmaske rauf, Gasmaske runter. Das ist so langweilig. Hey, Paul. Wollen wir... Was hast du nun wieder vor? Ja, versteh schon. Nicht witzig, Callum Bryce. Callum Bryce und Paul McDonald? Ihr hört jetzt sofort mit diesem Unsinn auf! Entschuldigung, Mr. Arthur. Callum, du erklärst uns sofort ausführlich, wozu wir diese Übung machen. Lass dir schnell was einfallen. Es ist bald Fasching und wir probieren unsere Kostüme an. So habe ich das nicht gemeint. In den Masken sehen wir doch wirklich wie Monster aus. Callum Bryce, ich habe nicht die geringste Idee, was ich noch mit dir machen soll. Es herrscht Krieg. Sollte der Ernstfall eintreten, dann werden die Masken uns schützen. Aber nur, wenn wir sie auch richtig verwenden. Es ist lebenswichtig, vorbereitet zu sein. Die Deutschen werden nicht nur England bombardieren, sie werden auch Schottland angreifen. In ganz Großbritannien werden Kinder auf den Krieg vorbereitet. Auch im Schulunterricht. Alle müssen ständig eine Gasmaske bei sich tragen und lernen, sie schnell und richtig aufzusetzen. Für kleinere Kinder gibt es sogar extra Mickey-Maus-Masken. Auch Verbände anlegen und Feuerlöschen wird trainiert. Denn jederzeit können deutsche Flugzeuge angreifen und Bomben abwerfen. Luftalarm. Und ihr wisst alle, was zu tun ist. Wir auch das noch. Zügig und geordnet unseren Klassenraum und begeben uns in den Luftschutzkeller. Ich habe da eine viel bessere Idee. Was hast du vor? Ist eine Überraschung. Viel Vergnügen im stickigen Luftschutzkeller. Oh, ich habe nicht die geringste Idee, was ich noch mit dir machen soll, Callum Bryce. Es tut uns leid, Mr. Arthur. Anscheinend haben wir uns verlaufen. Und wenn das doch ein echter Angriff ist? Glaub mir, es ist wieder nur eine blöde Übung. Nichts weiter. Nun komm schon. Sobald sich deutsche Flugzeuge Großbritannien nähern, ertönen in den Städten Sirenen. So werden die Menschen gewarnt, damit sich alle rechtzeitig in Kellern und Bunkern in Sicherheit bringen können. Großbritannien und Deutschland führen seit 1940 einen Luftkrieg. Der deutsche Diktator Adolf Hitler hat mit seiner Armee bereits viele Länder überfallen. Nun will er auch Großbritannien erobern. Weil Großbritannien eine Insel ist, greift die deutsche Armee aus der Luft an. Oh Mann, ist das schön! Was hab ich dir gesagt? Eine Übung. Wir sind frei. Wir können alles tun, was wir wollen und keiner hindert uns daran. Oh, das war letztens aber noch nicht da.
du hier etwa irgendwas gesehen? Ich bestimmt nicht. Callum, Sperrgebiet. Das ist unser Platz. Den dürfen die uns nicht wegnehmen. Doch, das dürfen sie. Haben ja auch die Fußballliga verboten. Und das nur, weil Krieg ist. Ja, und? Der FC Clyde missachtet die Spielverbote und spielt einfach. Wallace geht ab zu Noble. Noble will schießen, aber da steht Venters von den Rangers und schießt. Hey, sei leise. Die können uns hören. Alles nehmen sie uns einfach weg. Gehen wir angeln? Eine Spitfire. Weißt du, ob dein Vater so eine schon mal geflogen ist? Als Schweißer fliegt er sie nicht. Er repariert sie nur. Ich will auch zur Air Force gehen. Dann kann ich so eine wie die hier fliegen. Du kannst ja nicht mal richtig Fahrrad fahren. Dad sagt nein. Er will, dass ich Feuerwehrmann werde. Genau wie er. Mein Dad sollte zur Royal Air Force gehen. Wieso? Dann hätte ich meine Ruhe. Genau wie du. Vermisst du deinen Dad? Was ist jetzt? Gehen wir endlich angeln? Callum, ich habe nur gefragt, weil der Krieg einfach alles verändert. Callum, Soldaten! Wir wollen doch einfach nur in Ruhe angeln. Nicht mal das geht. Miese Spielverderber! Die Deutschen werden Schottland nie kriegen! Und ihr beide kriegt uns auch nicht! Schottland und damit auch Callums Heimatstadt Clydebank ist von Bombenangriffen bis jetzt verschont geblieben. Noch. Ganz anders geht es den Menschen im Süden Großbritanniens. Hier fallen bereits Bomben. Die Hauptstadt London und die Stadt Coventry trifft es besonders hart. Der Bombenkrieg ist hier seit Sommer 1940 schon bitterer Alltag. Wochenlang fallen Nacht für Nacht Bomben auf Fabriken und Wohngebiete. Die Einwohner verstecken sich unter der Erde, in Luftschutzkellern und U-Bahn-Stationen. Manchmal tagelang. Auch Clydebank mit seinen Werften für Kriegsschiffe ist ein wichtiges Ziel für die deutsche Luftwaffe. Clydebank kann jederzeit angegriffen werden. Doch ihr Sohn benimmt sich, als seien die Übungen der Zivilverteidigung nicht mehr als ein lustiges Spiel. Mr. Arthur? Was macht der denn hier? Callum ist frech. Urlaub. Und als wäre das noch nicht genug, haben er und sein Freund Paul McDonald heute die Luftschutzübung geschwänzt. Bei Pauls Familie war ich bereits. Sein Vater hat versichert, dass so etwas keinesfalls wieder vorkommt. Bin ganz Ihrer Auffassung, was das anbelangt, Mr. Arthur. Wissen Sie, Jungen wie Callum brauchen eine straffe Hand. Oh Mann, dieser verdammte Vorhang. Sehen Sie, Mr. Arthur, Callum war immer ein guter Junge. Aber es wurde alles schwieriger für uns hier zu Hause, als Callums Vater vor 6 Monaten nach Paddington zur Royal Air Force musste. Und seitdem ist Callum außer Rand und Band. Verstehe, Mrs. Bryce. Aber falls Sie es nicht alleine schaffen, dann gibt es für solche Fälle hervorragende Erziehungsheime. Und wissen Sie, was außerdem Wunder wirkt? Eine ordentliche Tracht Prügel. Mr. Arthur, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mich darüber informiert haben. Ich werde mit Callum sprechen, dass es so nicht weitergeht. Ihr Sohn könnte sich wirklich nützlich machen. Guten Tag, Mrs. Bryce. Callum Bryce! Ich hoffe, du hast aufmerksam zugehört. Ich möchte nie wieder so einen unerfreulichen Besuch von Mr. Arthur haben. Hast du verstanden? Ja, Mom. Also gut. Zuerst hängst du den Vorhang wieder in deinem Zimmer auf. Ja, ich habe gehört, wie du ihn abgerissen hast. Und wenn das erledigt ist, liest du dir diese Anweisung gründlich durch und handelst danach. Nimm. Ach, Mom. Mr. Arthur nimmt seine Gasmasken und die ganzen Alarmübungen viel zu ernst. Es ist ernst. Callum, fängst du schon wieder an?
Ich will nichts mehr hören von dir. Du wirst dich ab jetzt an die Regeln halten. Das ist meine letzte Warnung. Hä? Du schwänzt den Unterricht? Was würde dein Dad sagen, wenn er hier wäre? Aber er ist nicht hier. Es gibt klare Vorschriften, um die Städte vor Angriffen zu schützen. Fenster müssen nachts verdunkelt werden, damit das Licht draußen nicht sichtbar ist und die deutschen Bomber die Städte nicht finden können. Auch Straßenlaternen und die Lichter an den Autos werden abends nicht mehr angeschaltet. Dadurch kommt es zu vielen Unfällen. Deswegen tragen die Leute helle Kleidung und die Straßen werden weiß bemalt. Sogar die Kühe. Viele Briten bauen in ihren Gärten eigene Bunker. Luftschutzhelfer, sogenannte Air Raid Wardens, kontrollieren, dass alle Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Hey, Paul! Ich hab schon fast gedacht, du kommst nicht mehr. Was ist los? Mr. Arthur war bei uns zu Hause. Ich hatte mächtig Ärger. Der war auch bei uns zu Hause. Wir müssen einfach zusehen, dass sie uns ab sofort nicht mehr erwischen. Ich muss jetzt eine Ausbildung zum Feuerwehrhelfer machen. Ich soll da immer nach der Schule hin. Ist das ein Scherz? Wieso? Dad sagt, wenn ich tatsächlich Pilot werden will, soll ich lernen, wie man Verantwortung übernimmt. Das hört sich so an wie Mr. Arthur und meine Mutter zusammen. Ich glaube, Sie haben recht. Was? Hallo? Mein Kumpel Paul, ist der noch da drin? Es ist Krieg und alle von uns werden sich irgendwie nützlich machen müssen. Ich glaube, diese Stahlschüssel hat deine Gedanken verbogen. Ernsthaft jetzt, Paul. Du veralberst mich doch, richtig? Oh je, da können wir jetzt nur eins machen. Los, lass uns angeln gehen. Warte. Callum, halt! Ich muss noch einkaufen gehen. Zeig her! Gott, das auch noch? Mensch, dafür brauchst du Jahre. Kell, nicht sauer sein. Ich weiß, was wir machen. Wart einfach hier. Kerl, wo willst du hin? Callum! Ich bin gleich wieder da. Nein. Callum! Halt! Einkaufen ist in Kriegszeiten gar nicht so einfach, denn Lebensmittel sind knapp. Für vieles muss man lange anstehen. Ein Großteil der Lebensmittel kommt mit dem Schiff auf die britischen Inseln. Die deutsche Armee versenkt viele dieser Transportschiffe. Darum müssen viele Lebensmittel rationiert werden. Das heißt, sie werden nur noch in kleinen Mengen verteilt, damit alle gleich viel bekommen und vor allem die Kinder gut versorgt sind. Fleisch, Milch und Eier zu bekommen, wird immer schwieriger. Dann werden auch noch Kleidung und Trinkwasser rationiert. Wir hatten nur eine Handbreit Badewasser pro Woche. So musste unsere ganze Familie das gleiche Badewasser teilen. Wir hatten immer Hunger, also hielten alle Ausschau nach zusätzlichem Essen. Hey, Paul! Paul wird Augen machen. Ja, mein Junge, zeig mal her. Hören Sie, ich weiß, wie das aussieht, aber es ist nicht so, wie es scheint. Los, mitkommen. Warten Sie mein Fahrrad! In Kriegszeiten sind Kinder und Jugendliche oft sich selbst überlassen. Die Väter sind im Krieg, die Mütter müssen arbeiten. So streifen viele allein durch die Städte und machen Unfug. Manche begehen sogar Straftaten. Es bilden sich Jugendbanden, die ausgebombte Häuser plündern. Dafür erhalten sie Geldstrafen oder werden in Erziehungsheime gesteckt. Es gibt auch noch die Prügelstrafe. Für den Diebstahl von Lebensmitteln erhalten Jugendliche zum Beispiel 6 Stockschläge. Mom, was haben die Polizisten gesagt? Warum haben die mich gehen lassen? Mom, sag doch was. Was ist los? Du bist so still. Es wird sich ab jetzt einiges ändern für dich. Sich ändern? Was denn? Ich werde dich zu deinem Onkel Erik schicken. Nein. Ich musste versprechen, dass ich etwas unternehme. Du schickst mich einfach weg? Eine Zeit lang wirst du Onkel Erik auf dem Bauernhof zur Hand gehen. Das darfst du nicht. Hier ist mein Zuhause. Und mein Freund Paul.
Du lässt mir keine Wahl. Du wirst lernen, dich zu benehmen bei Onkel Erik. Mom, schick mich nicht fort. Ich hab dich gewarnt, Callum. Wegschicken, das kannst du doch nicht machen. Callum, ich hatte sowieso schon überlegt, dich dorthin zu schicken. Die Deutschen könnten jeden Moment angreifen. Bei Onkel Erik bist du in Sicherheit, wenn es in Clyde Bank zu einem Angriff kommt. Das ist so ungerecht. Ich hasse dich. Callum! Ich lass mich nicht von hier wegschicken. Niemals! Callum! Warte! Hunderttausende Kinder werden aus den Städten aufs Land geschickt, um sie vor Bombenangriffen in Sicherheit zu bringen. Sie kommen zu Verwandten, in Pflegefamilien, in eigens eingerichtete Kinderheime. Ganze Schulklassen reisen zusammen. Manche Kinder werden mit Schiffen auch in ferne Länder gebracht, weit weg vom Krieg. Die Kinder leben wochenlang, manchmal Monate oder sogar Jahre von ihren Eltern getrennt. In ganz Europa müssen Kinder wegen Bombenangriffen ihr Zuhause verlassen. Jede Nacht, wenn wir im Bett lagen, weinte meine Schwester. Ich wollte nicht wegfahren, doch meine Eltern bestanden darauf, als die Bombenangriffe losgingen. Immer wieder schrieb ich meiner Mutter, sie soll mich wieder nach Hause holen. Ich bleib hier. Auch wenn alle gegen mich sind. Alles war gut, als Dad noch zu Hause war. Dad, du fehlst mir. Die meisten Kinder müssen im Zweiten Weltkrieg ohne Vater aufwachsen. Und mit der Angst, ihren Vater nie wiederzusehen. Mehr als 25 Millionen Soldaten werden aus diesem Krieg nicht zurückkehren. Und unzählige Kinder ihre Väter verlieren. Auch das noch. Wieder so eine blöde Übung. Das ist keine Übung. Das ist echt. Mom! Mom! Am Abend des 13. März 1941 fliegen deutsche Bomber über Clyde Bank. Sie markieren ihr Ziel mit Brandbomben. Alles, was getroffen wird, geht in Flammen auf und dient damit als Wegweiser für die großen Bombergeschwader der deutschen Armee. Die werfen über 1000 Bomben auf die bereits brennenden Ziele. Dicht neben den Fabriken stehen die Häuser der Arbeiter und ihrer Familien. Kinder erleben, wie ihre Stadt zerstört wird. Der Himmel stand in Flammen. Alles war gelb und orange. Direkt über mir waren hunderte deutsche Flugzeuge. In den Luftschutzkeller. Hier draußen ist es zu gefährlich. Ich muss. Mom, unser Haus, unser Haus. Beruhige dich. Wo hast du deine Maske? Zu Hause. Ich muss sofort zu Mom. Hilfst du mir? Natürlich helfe ich. Lass mich gucken. Die Alderman Road ist immer noch frei. Von dort können wir euer Haus noch erreichen. Sag mal, was machst du hier? Ich überbringe Nachrichten für die Rettungsmannschaften. Du machst wohl Witze. Dass du arbeitest? Ja, ja. Also die Bomber sind wieder weg. Wir sollten los, bevor die nächste Welle kommt. Los, fahr mir hinterher. Hat er keine Angst? Warum hat Paul keine Angst? So unglaublich es auch klingt, Kinder arbeiten während der Bombenangriffe als Helfer der Feuerwehr. Sie fahren auf Fahrrädern oder Motorrädern durch die brennenden Städte
und überbringen wichtige Nachrichten für die Rettungsmannschaften. Sie informieren die Feuerwehrleute über getroffene Häuser und welche Straßen nicht mehr befahrbar sind. So helfen sie, Menschenleben zu retten. Über 90 Jungen helfen allein in Clydebank bei der Feuerwehr. Man nennt sie Fireguard Messenger. Ich habe den Feuerwehrleuten geholfen, die Überlebenden rauszuholen. Wir mussten die Gegend abfahren. Laut rufen, Achtung, Luftangriff. Hier muss es sein. Das kann nicht sein. Unser Haus. Mom! Carl, ich geh Hilfe holen. Mom! Wo bist du? Kannst du mich hören? Wo bist du? Mom! Find mich, Mom. Bitte halt durch. Durch die deutschen Bombenangriffe sterben immer mehr Menschen. Der britische Regierungschef Winston Churchill besichtigt die Schäden und ermutigt sein Volk, nicht aufzugeben. Und die Einwohner von Clydebank geben nicht auf, trotz der vielen Opfer und der Zerstörung. Sie muss ins Krankenhaus. Schnell! Das wird schon wieder. Mach dir keine Sorgen. Danke. Ich bin schnell zurück. Dad, wir sehen uns dann gleich, ja? Es gibt noch mehr Menschen, die Hilfe benötigen. Bist du dabei? Sicher, klar. Hören Sie nicht auf. Es ist doch schon alles kaputt. Es kommen immer mehr deutsche Bomber. Die brennenden Häuser und Fabriken helfen ihnen, ihr Ziel leicht zu finden. Bei den Luftangriffen auf Clydebank wird die Stadt fast völlig zerstört. Nur 7 Häuser bleiben unversehrt. Doch es gelingt den Deutschen nicht, den Luftkrieg zu gewinnen. Bereits nach 2 Wochen wird in den Fabriken wieder gearbeitet. Großbritannien wappnet sich, um zurückzuschlagen. Der britische Regierungschef Churchill befiehlt, gezielt deutsche Städte zu zerstören. So trifft der Bombenkrieg auch die deutsche Bevölkerung. Mit aller Härte. Und immer mehr Frauen und Kinder werden Opfer dieses Krieges. In keinem Krieg werden so viele Menschen durch Bomben getötet wie im Zweiten Weltkrieg. Lieber Dad, Mom geht es zum Glück schon besser. Sie hat mich nicht weggeschickt. Und ob du es glaubst oder nicht, ich helfe jetzt sogar im Garten. Richtig. Und jetzt noch gut angießen. Ich bin so froh, dass Paul und die anderen da waren, als Mom verschüttet war. Hier wird jetzt wirklich jede Hand gebraucht. Gut, Callum. Schön fest anlegen. Und auch ich mache mich nützlich. So gut ich kann. Aber so verrückt wie Paul werde ich niemals sein. Niemand fährt freiwillig mit dem Fahrrad durch einen Bombenangriff. Paul sagt immer nur, es muss ja gemacht werden. Ich muss jetzt los. Zur Ausbildung. Eins noch. Komm bitte schnell wieder nach Hause, Dad. Und pass auf dich auf. Dein Callum. Oh, Callum. Bitteschön. In Ordnung, also.
Also, ich nehme das eine Ende des Schlauchs ein. Schlauch hat ja zwei davon. So. Und mache das außen am Anschlussstück des Feuerlöschers fest. Passt auf, dass ihr nicht auf dem anderen Ende des Schlauchs steht. Die Seite braucht ihr zum Brennlöschen. Und dann rollt ihr das so. Oh. PS. Ich will, dass der Krieg aufhört. Sofort. Überall. Doch der Krieg geht weiter. In der nächsten Folge erlebt der 10-jährige Romek, wie wichtig Freundschaft ist und dass sie Leben retten kann. Mhm.